Der Wahlkampf, Hand aufs Herz, er war furchtbar langweilig. Vom Wahlabend kann man Gleiches nicht sagen. Zumindest jene, deren Herz für oder gegen die NPD schlug, die hatten einen spannenden Abend. Die Analyse ist auch spannend und das wird dann durch die Koalitionsverhandlungen und die kommende schwarz-rote Koalition ausgeglichen werden. Die verspricht nämlich wiederum langweilig zu werden. Das erste Wesentliche an der sächsischen Landtagswahl war die niedrige Wahlbeteiligung, unter 50%. Diese niedrige Wahlbeteiligung ist zugleich der Schlüssel zum Verständnis von manch anderen Wahlergebnissen. Warum gingen so wenige zur Wahl? Es gibt die Legende, der Wahltermin sei es gewesen. Die Sachsen wären im Urlaub gewesen, seien dann zurückgekommen und hätten gemerkt, oh, es ist doch Landtagswahl, was machen wir nur? Tatsächlich bekam jeder Wahlberechtigte Wochen zuvor seine Wahlunterlagen. Jeder konnte wissen, dass Wahl ist. Es gibt andere Ursachen. Und die zwei wichtigsten scheinen folgende zu sein. Erstens, den Sachsen, was auch alle Umfragen zeigen, geht es einfach gut. Zu gut. Sie haben gar nicht mehr den Eindruck, dass ihr Wohlergehen, eine geordnete Wirtschafts-, Gesellschafts- und Staatsordnung ja nicht vom Himmel fällt sondern dass durch politische Entscheidungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Und wenn die Politik ohnehin nichts mit ihrem Wohlergehen zu tun hat, mein Gott, dann muss man sich um Politik auch nicht kümmern und geht nicht hin. Und zum anderen ist es so, dass man meistens dann zur Wahl geht und auch gerne geht, wenn man den Eindruck hat, es sei etwas zu entscheiden und es käme auf einen selbst an. Aber jeder wusste, dass die CDU die Wahl gewinnt und dass anschließend die SPD als zweiter Sieger der Koalitionspartner sein wird. Warum gehe ich dann zur Wahl, wenn ohnehin das Ergebnis schon feststeht? Gleichwohl ist zu sehen, dass die Wahlbeteiligung unter 50 Prozent ist. Langjährig zeigt sich bei demoskopischen Umfragen, dass sich ungefähr jeder Zweite überhaupt nur für Politik interessiert. Jetzt ist aber nicht einmal jeder Zweite zur Wahl gegangen. Dahinter verbirgt sich ganz offenkundig eine innere Distanz zur Politik, zum politischen System. Der Eindruck, es macht einfach keinen Sinn, sich an diesem Staat zu beteiligen, womöglich, weil diese Politiker von anderen Dingen reden, als wir Bürger. In einer anderen Sprache über all das reden, als wir selbst reden würden und dann auch verstünden, worum es ginge. Dieses untergründige Grummeln, das verdient weiter beobachtet und ernst genommen zu werden. Kommen wir nun zu den einzelnen Wahlergebnissen. Die CDU erzählt eine Geschichte über ihr Wahlergebnis. Es ist ein gigantischer Sieg. Schon wieder regiert sie. Und schon wieder ist sie mit Abstand die stärkste Partei, stärker als fast alle anderen Landesverbände der Union. Die andere Geschichte freilich lautet, schon wieder ist die CDU im Sinkflug weiter nach unten gegangen. Im Vergleich zur Wahl von 1999 hat sie über die Hälfte ihrer Wähler verloren. Was ist da los? Es kann nicht am Spitzenkandidaten liegen, der erfreute sich große Beliebtheitswerte. Es kann nicht an der allgemeinen Lage liegen. Die Leute empfinden, dass alles oder das meiste gut und in Ordnung ist. Es wird andere Gründe haben. Und der Blick auf das Wahlergebnis zeigt auch die Gründe. Und der Blick auf die Wählerströme weist die Gründe erst recht auf. Die Union hat es geschafft, und sie sei gelobt dafür, sich nach links hin unangreifbar zu machen. Durch eine Frontbegradigung. Sie hat sich sozialdemokratisiert. Und das ist schön für die politische Mitte. Aber sie hat dadurch an Bindekraft am rechten Rand des politischen Spektrums eingebüßt. 15 Prozent stehen rechts von der Union, ausweislich der Wahlergebnisse. Infolgedessen. Muss man das Ergebnis der Union und das Ergebnis insbesondere der AfD gemeinsam betrachten, um zu begreifen, was sich tatsächlich getan hat in Sachsen, demnächst in Thüringen und Brandenburg und zuvor schon bei der Europawahl und der Bundestagswahl? Das bringt uns also zur AfD. Was ist sie? Was immer sie sein mag, sie ist auf alle Fälle eine Partei im Werden. Man kann noch nicht sagen, was sie genau ist weil sie vor einem halben Jahr etwas anderes war, als sie heute ist und vermutlich in einem halben Jahr auch anders aussehen wird. Vielleicht gibt es sie in einem Jahr schon gar nicht mehr so richtig, weil sie sich zerlegt hat wie die Piratenpartei. Vielleicht hat sie sich auch etabliert als eine professionelle Partei ohne Quertreiber, jene Rolle einnehmend, die früher einmal die nationalliberale alte FDP in der Nachkriegszeit einnahm. Eine Partei im Werden also. Was kann man sich von ihr versprechen oder welche Chancen hat sie aus ihrer Perspektive und welche Risiken bringt sie aus der Perspektive ihrer Gegner? Das zeigt sich, wenn man zunächst auf das Personal blickt. Das Spitzenpersonal, inzwischen meist mit Mandaten im Europäischen Parlament ausgestattet, ist klar von liberaler Herkunft und vertritt liberale, wirtschaftsliberale, gesellschaftsliberale Vorstellungen. Das Personal auf Landesebene. Ist überwiegend mit einem konservativen Hintergrund gekennzeichnet. Und viele ihrer Mitglieder haben ganz klar einen rechten Hintergrund. Das ist auch nicht verwunderlich, denn kaum war sie gegründet, wurde die AfD als rechte, als rechtspopulistische Partei etikettiert, nachgerade als NPD-Leit. Wen muss es da wundern, dass insbesondere solche Leute sich von der AfD angesprochen fühlen und gerne ihre Mitglieder werden, die sich nicht als links empfinden? Die nicht meinen, dass sie politisch in der Mitte stehen. Das Ergebnis ist dann eine durchaus auch rechte Partei. Blickt man auf das Programm, so ist es ein Sammelsurium von populären, populistischen, unsinnigen, teils auch sinnvollen Gesichtsweisen. Dieses Sammelsurium-Charakter kommt davon her, dass es natürlich schwierig ist, eine Partei, die ein europabezogenes Programm hatte, auf eine landespolitisch behandelbare Programmatik umzustellen oder in die Euro Rettungskritik eine landespolitische Programmatik hineinzubauen. Im Grunde ist folgendes geschehen. Bei der Euro Rettungspolitik zeigte sich, dass man durchaus der etablierten politischen Klasse widersprechen und eine andere Politik verheißen oder zumindest als wünschenswert erklären kann. Und der stieß auf große Resonanz, warum nicht auf anderen Politikfeldern das gleiche tun? Die Probleme unserer allmählich zur Einwanderungsgesellschaft werden, denn Gesellschaft, die Probleme mit den EU-Außengrenzen, mit Kriminalität. Warum nicht etwas anbieten mit dem Ton, was muss doch auch einmal gesagt werden dürfen? Und keiner von den etablierten Politikern traut es sich zu sagen. Wenn man die AfD noch besser verstehen will, muss man freilich auch auf die Wählerströme gucken. Wer hat denn die AfD gewählt? Zum allergrößten Teil ehemalige CDU-Wähler, dann mit einigem Abstand ehemalige FDP-Wähler, dann frühere Nichtwähler. Und dann schon kommen ziemlich gleich, gleich groß die Wählergruppen, die früher NPD oder Linkspartei gewählt haben. Und sogar Tausende von SPD und Grünen haben AfD gewählt. Von den Wählern her ist es nicht einfach eine rechte Partei, es ist eine Partei. In der Bürger hoffen, dass der etablierten politischen Klasse widersprochen wird. Ob diese Partei die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt, das bleibt abzuwarten. Zu den wichtigen Wahlergebnissen gehört auch, dass die NPD nach zehn Jahren aus dem Landtag herausgewählt worden ist. Knapp zwar, aber das liegt an der niedrigen Wahlbeteiligung, die dafür sorgt, dass gleiche Stimmenpakete prozentual einfach nach oben schnellern. Dass es gleichwohl noch eine rechtsradikale szene im vorpolitischen raum einige sächsische gegenden gibt und etliche ja nach gerade viele kommunale mandatsträger der npd zeigt an dass sich das problem mit dieser rechtsextremistischen partei noch nicht erledigt hat. es ist aber der npd ein nennenswerter teil ihrer proteststimmen abhanden gekommen und das lässt sich auf der positivseite der wahl verbuchen. aus dem landtag gefallen ist auch die fdp trotz eines heroischen Wahlkampfes. In der Tat ist die sächsische FDP ganz wesentlich am schlechten Erscheinungsbild, am schlechten Leumund der BundesfDP eingegangen. Diese hat aus der schwarz-gelben Bundeskoalition nicht sonderlich viel Gutes und Konstruktives herausgeholt. Und in diesen abwärtszug ist auch die sächsische FDP geraten. Freilich hat auch sie selbst einige Fehler gemacht. Der grundlegende Fehler war, dass ihr unbestrittener Führer, durchaus eine charismatisch sein könnende Führungsfigur, Volker Zastrow, es nach dem Einzug seiner Partei in den Landtag nicht gewollt hat, selbst in die Regierung zu gehen und als Minister das Aushängeschild seiner Partei zu werden. Im Nachhinein sind die Fehler leicht erkennbar. Im Vorhinein hätte man freilich den einen oder anderen auch schon erkennen können. Nicht aus dem Landtag verschwunden sind die Grünen. Sie sind aber auch nicht mit einem strahlenden Ergebnis zurückgekehrt. Die wesentliche Ursache ist, dass die Grünen zerstritten waren, was sie denn im Landtag wollen. Wollen sie eine Koalition mit der Union eingehen, was ein kleinerer Teil um die Fraktionsvorsitzende Hermenau herum empfohlen hat und worauf sie hinarbeitete? Oder will man, ja was denn? ein linkes Bündnis, für das es keine Mehrheit gab, oder einfach Opposition machen, was zwar schön, aber nicht sonderlich folgenreich ist. Es gab freilich auch von der CDU keinerlei Zeichen an die Grünen, dass man sich auf eine Koalition mit ihnen einlassen wolle. Infolgedessen gab es sehr wenige Gründe, die Grünen zu wählen, außer dass man sich eben mit ihren, mit ihren Anliegen und ihrem Wählerkreis aus den akademischen, eher mittleren Schichten identifiziert. Eine starke Partei in Sachsen ist weiterhin die Linkspartei, die zweitstärkste Partei. Und dennoch fällt dieses Ergebnis kaum ins Gewicht. Warum? Weil die Linkspartei in Sachsen ohne Machtperspektive ist. Die SPD will nicht mit ihr koalieren. Und selbst wenn sie wollte, es würde nicht reichen. Und inhaltlich, hat sie auch nicht so furchtbar viele Gründe vorgewiesen, warum sie an die Macht müsste. Im Grunde sagte sie nur, zweieinhalb Jahrzehnte CDU-Herrschaft sind genug. Aber warum? Es fällt auch schwer, gute Gründe anzugeben, wenn die Bevölkerung, ausweislich der demoskopischen Umfragen, ja überwiegend sehr zufrieden ist mit der Weise, wie sie regiert wird. Und so kommen wir zur SPD. Die SPD hat... Als zweiter Wahlsieger nach der AfD auch ein wenig gewonnen. Zwei Prozent und sie freut sich, und das sei ihr vergönnt. Sie hat den Zehn-Prozent-Turm verlassen, in den sie lange eingesperrt war. Sie ist aber immer noch eine der kleinen sozialdemokratischen Parteien in Deutschland. Sie freut sich aber über den Wahlerfolg, insbesondere deswegen, weil er ihr den Weg an die Macht zurückerlaubt. Schon im Wahlkampf war völlig klar, die SPD will mitregieren. Schon im Wahlkampf war klar, die Union will mitregieren. Und nun findet sich dieses neue Traumpaar. Politische Unterschiede zwischen SPD und CDU muss man nachgerade mit der Lupe suchen. Die CDU hat sich sozialdemokratisiert. Die SPD hat beschlossen, Sachsen im Großen und Ganzen für gut zu befinden. Und was es objektiv an Problemen, etwa im Bildungsbereich, gibt, das wird man in der nächsten Wahlperiode gemeinsam angehen. Was sagt uns das Wahlergebnis insgesamt? Es scheint so zu sein, als ob im Untergrund unserer politischen Landschaft sich eine Verschiebung ergäbe. Sie hat sich bei den Europawahl- und Bundestagswahlen angekündigt und sie wird sich in Brandenburg und Thüringen bei den Landtagswahlen fortsetzen. Es ist das Aufkommen einer Partei rechts von der CDU. Es ist deswegen das Aufkommen einer Partei rechts von der CDU, weil die CDU ihre Bindekraft am rechten Rand verloren hat, weil die CDU sich nicht anstrengen wollte, vom linken Rand der Mitte bis zum rechten Rand des politischen Spektrums alle anzusprechen und entsprechende Positionen zu entwickeln. Warum entsteht nicht am linken Rand unseres politischen Spektrums eine Protestpartei? Ja, wo soll sie denn entstehen? Wir haben schon drei Parteien links von der politischen Mitte: die SPD, die Grünen und die Linkspartei, die ihrerseits nach links alles abdichtet. Protest kann sich nur rechts artikulieren und er artikuliert sich genau dann, wenn die CDU nicht die rechte Spielfeldhälfte so zustellt, wie das die linken Parteien in ihrem Bereich des politischen Spektrums tun. Ob die AfD diese Chance nutzt, das steht freilich noch in den Sternen. Sie könnte eine stabile nationalliberale Partei werden und auf diese Weise auch die FDP überflüssig machen. Denn sozialliberal wie die FDP geworden ist, sind SPD und Grüne und CDU inzwischen auch. Es tritt also womöglich in den nächsten Jahren das ein, wovor ein berühmter bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender seine Partei immer gewarnt hat lasst keine demokratisch legitimierte Partei rechts von der Union entstehen. Haltet den rechten Rand in der Weise sauber, dass es keine rechten Bestrebungen gibt, die nicht von einer fraglos in der politischen Mitte verankerten Partei aufgefangen werden könnten. Das Spannende und nachgerade Paradoxe ist nun, dass ausgerechnet die linken Parteien das Aufkommen dieses strategischen Hemmschuhs der Union verhindern wollen. Denn man stelle sich vor, der Union ginge es so wie der SPD, seitdem die Grünen und die Linkspartei aufgetreten sind und die SPD immer weiter einengen und um ihre eigenen Mehrheiten bringen. Die CDU wäre gut beraten, die AfD klein zu kämpfen, indem sie die Anliegen der Wähler der AfD ernst nimmt. Und die linken Parteien wären eigentlich gut beraten, die Union bei diesem Kampf scheitern zu lassen. Aber logisch geht es in der Politik nicht zu, sondern nach Gefühl. Und das Gefühl steht auch hinter vielen individuellen Wahlentscheidungen, den Gesamtergebnis das wir soeben besichtigt haben.